Ja, heute ist eine Wanderung angesagt, Leute, auf zu einem Bergsee, wo schöne Forellen drin sein sollen, sagt man, sagen die Norweger hier. Wir haben uns eine Angelerlaubnis besorgt für den Bergsee und dann wollen wir schön eine Forelle fangen und die direkt am Wasser zubereiten, Feuer machen und die machen die schöne mit dem Stock, würde ich sagen. Ja, jetzt müssen wir erstmal da ankommen, den finden und Fliegenrute habe ich mit und eine normale Spinnrute habe ich mit. Das ist der Plan, Leute. Ob er aufgeht, werden wir sehen. Schauen wir mal, ne? Müssen wir erstmal ankommen und das Teil überhaupt finden. Ja. Wir sind ein paar Kilometer bergauf. Ich kann jetzt schon nicht mehr. Ich auch nicht. Sehr flach hier. Jetzt werden wir nochmal den Bach queren. Da vorne liegt ein Boot. Das dürfen wir nutzen. Und dann werden wir uns erstmal schön die Schuhe ausziehen und hier das da reinbringen über das Flache. Mhm. Und dann werden wir Fische suchen. Wahrscheinlich schleppen wir eine Runde. Schauen wir mal und werfen auch. Ich glaube, ich habe da eine steigen sehen. Da war noch ein Ring, aber nur noch ganz schwach zu erkennen. Schauen wir mal. Auf jeden Fall zu weit draußen. Okay. Ansonsten, wenn es mit dem Boot nicht klappt, müssen wir das Ufer entlang. Ja. Ich glaube, da wird es tiefer, da geht es steiler runter. Mhm. Ja. Ah ja, da ist auf jeden Fall gerade eine gesprungen. Zu 100% habe ich sie gesehen. Es war aber keine große, es war eine kleine und es war da vorne am Ufer. Ich würde sogar fast sagen, das probieren wir erstmal vom Ufer gerade aus. Ja. Ja, okay. Ja, sehr gut. Dann gehen wir mal. Dann suchen wir mal wieder. Maps drauf. Der erste Fisch, Leute. Boah, voll gut. Das ist aber eine kleine. Eine ganz kleine. Süß. Ne? Mhm. Ist ein Bachforelle oder was? Ja. Tschüss. Na schön. Wir sind da auf jeden Fall. Wir sind da. Jetzt müssen wir eine Größe arbeiten. Mhm. Die Lage. Wir sind gerade am Überlegen, ob wir weiter vom Ufer gehen sollen oder das Boot umkippen sollen. Die Ruder sind da mit Schnürsenkeln festgemacht. So, die Gefahr ist groß, dass wir damit raustreiben, dann aber nachher nicht zurückkommen gegen den Wind. Aber wir werden das Risiko eingehen und mit dem Boot raus und dann mit dem Boot vom Boot im Tieferen werfen und fischen. Weil wir einfach glauben, hier ist die ganze Kinderstube, also die Kleinen, ne? Ja. Und dann kommt noch die nächste Challenge, trockenes Feuerholz zu sammeln, wenn wir überhaupt einen Fisch fangen. Bin mir da gerade nicht mehr so sicher. Aber wir probieren es weiter. Oh. Alter, fuck. Oh, Digga. Alter. Hey.
frag mich nur, ey, Alter, das Boot ist voll für den Arsch. Guck mal, da fehlt das Mittel, der Mittelsitz, Mann. Da kannst du gar nicht rudern. Fällt mir gerade auf. Wenn dann nicht stehen. Ja, das Ding musst du dann durchschneiden oder abmachen. Weil ich frag mich, wie wir hier rudern sollen. Mal überleg mal. Guck mal, ob das Brett da passt, das da, was da unten liegt. Ob das hier reinpasst. Guck da nochmal. Zu kurz. Aha. Was zu kurz? Was ist hier zu kurz, hä? Was da genau? Alter, das ist kalt. Junge! Das ist heftig. Komm rein! Boah! Mega ist das kalt! Ja. Komm rein in die gute Stube hier. Nee, ich warte hier. Ist richtig angenehm, komm. Kommst du mit Fisch zurück, ne? Jo. Bis gleich. Ciao. Ist nicht so geil, ne? Nee, aber jetzt ziehen wir es auch durch. Es wird halt ein Krampf zurückzukommen hiermit. Ja, wir müssen ja nicht so weit rausfahren. Oder? Sehen wir dann. Ja, wobei, wenn man es einmal geschafft hat, den Rhythmus hier, die Haltung, dann geht's. Jetzt geht's. Okay, Routen raus? Nee, noch nicht. Eugen hat eine drauf. Könnte schon ein bisschen was besser sein. Im Tiefen hast du die gefangen, ne? Mhm. Ah, guck mal, die ist ja schon ein bisschen besser, Eugen. Mhm. So, Eugen hat eine gute drauf. Ja. Eine richtig schöne Forelle. Die geht auch richtig die schön. Die hat ab. Auf jeden Fall noch jetzt Power. Jetzt schön vorsichtig, Eugen. Mhm. Ich hoffe, die geht nicht ab. Ja, hoffe ich auch. Boah, die zieht noch mal richtig ja, runter. Ja, die kannst du auch noch nicht so einfach, ne? Nee, die kannst du noch nicht landen. Ja, schön ruhig, Eugen. Sehr die gut hat noch gut Energie. Fische steigen jetzt hier langsam. Also habe ich mir eine Trockenfliege dran gemacht. Boah. Hast du gesehen? Ja. Sehr gut. Das bin der Dickste. Komm her, lass die Katze, guck da. Hier. Freut sich voll. Gut, ich nehme jetzt mal hier unsere beiden schönen Forellchen aus. Mhm. Und kannst du schon mal Feuerholz sammeln, ne? Ja. Hab ich gehört.
So, Freunde. Jetzt richten wir mal hier schön an. Der Sand übrigens ist mega warm. Man denkt das gar nicht. Das ist total angenehm. Deswegen laufen wir hier auch die ganze Zeit barfuß einfach weiter rum. Ich lasse den einfach so auf den Stock eugen. So. Schmeckt schon mal geil. Die Haut essen wir natürlich mit, aber trotzdem ziehe ich ihn erstmal ab. Komm, wie geil. Sau gut. Ah, ich habe ein Messer. Können wir schön hier schön von der Grenze runterziehen. Oh ja, schön saftiges Fleisch. Wow. Willst du es mal sehen, ne? Na gut. Yummy. Schmeckt sau lecker. Und da jetzt noch ein bisschen Salz drauf. Zufälligerweise hat der gute Eugen Meersalz mitgebracht. Zu gut. Zu gut, um wahr zu sein. Du musst auch genießen, Eugen, glaub mir. Das ist so lecker. Oh, tut das gut. Ich meine, draußen schmeckt eh alles immer mal 10 so gut, wenn man es selbst gemacht hat, am Feuer. Aber das schmeckt wirklich verdammt lecker. So frisch gefangene Brown Trout aus so einem Bergsee. Das schmeckt man wirklich. Das fühlt man. Ich fühl's auch. Und dabei diesen Ausblick. Geil. Ein Traum. Ich würde sagen, das ist der perfekte Moment, um das Video auch zu beenden. Denn man soll immer aufhören, wenn es am schönsten ist, Leute. Wir werden jetzt hier schön genießen, die Forellen noch gönnen. Und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Wir sehen uns in den nächsten Videos wieder. Macht's gut. Euer Hubertus und euer Eugen von Fishing King. Ciao. Ciao.